Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Titel meiner Predigt heute lautet: Die Lehre des Todes. Die Lehre des Todes. Okay? Wenn wir Seelen gewinnen gehen, wenn wir diese Frage stellen, hey, angenommen du heute sterben würdest, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Manchmal, eigentlich ganz oft, bekommen wir komische Antworten. Ja? Viele Leute sagen, ja, ich werde nie sterben. Ich habe das einmal gehört, ein paar Mal. Manche Leute sagen, ja, keine Ahnung, was ist Tod eigentlich? Und manchmal stelle ich diese Frage sehr genau, hey, was wäre, wenn ein Unfall passiert? Okay, ein Auto fährt über dich, ja, du bist gestorben, du atmest nicht mehr, was passiert dann? Und die Leute denken, ah, okay, wenn, ja, ist das nicht klar, was Tod bedeutet? Ja? Also, ich möchte darüber heute reden, was Tod bedeutet, was die Bibel sagt, was die Wahrheit ist. Viele Leute haben verschiedene Meinungen heute in dieser Welt. Und ich habe dieser Predigt ein paar Punkte geteilt. Und diese Punkte sind auch als Fragen geschrieben. Das erste Punkt, was ist Tod überhaupt? Was ist Tod? Also, es ist gar nicht kompliziert. Okay? Also, in allgemein, wie jeder versteht, Tod bedeutet Ende des Lebens. Ja? Du hast einen Körper heute. Okay? Du hast eine Persönlichkeit, du hast Leben in dir. Also, wenn du sterbst, dieses Leben ist von dir gewichen, dann bist du tot. Das ist gar nicht schwer zu verstehen. Weißt du, in Indien, als ich Kind war, habe ich das erlebt. In Indien, wenn jemand stirbt, führen sie den Leichnam auf der Straße vom Haus zum Krematorium vor. Sie machen das parat, also du hast gesehen. Ja? Und das ist in der Öffentlichkeit. Und als ich Kind war, habe ich ganz oft diesen Leichnam auf der Straße gesehen. Ja? Und auch viele Kinder verstehen, was Tod bedeutet. Was? Wenn ein Todesfall in der Familie passiert, stellen die Kinder viele Fragen. Mama, was ist mit Opa los? Warum redet er nicht mehr? Ja? Wo ist Oma jetzt? Und die Eltern nehmen diese Zeit zu erzählen, was Tod bedeutet. Okay, er ist im Himmel. Ja? Stell dir vor, es gibt einen Sarg hier und darin liegt eine Leiche. Selbst ein Kind würde merken, dass der Geist, der dieser Menschen einst erfüllt hat, der ihm Energie gegeben hat, Persönlichkeit gegeben hat, ist nicht mehr da. Ja, er hat viel gesprochen, er hat viel gelacht, er hat Witze gemacht, aber jetzt ist diese Kraft weg. Was ich damit sagen will, ist, dass der Tod für den Menschen kein unbekanntes Thema ist. Jeder versteht, was Tod bedeutet. Jeder hat schon einmal eine Leiche gesehen. Auch viele Kinder kennen heute jemanden in ihrem Alter, der schon gestorben ist, vielleicht in der Schule und Verwandten. Der Tod ist also ein Thema, das sie auch beschäftigt. Deswegen, wenn wir Seelen gewinnen gehen, fangen wir das Gespräch immer mit einer Frage, dass jeder versteht. Hey, angenommen du heute sterben würdest. Tod ist ein ernsthaftes Ereignis. Es ist, viele Leute machen lustig darüber. Und das ist nicht cool. Es ist ein ernsthaftes Ereignis. Und wenn wir diese Frage stellen auf der Straße zu Leuten, das zeigt, dass wir dieses Gespräch ernst nehmen. Wir nicht, Seelengewinnen bedeutet nicht, dass wir einfach quatschen auf der Straße. Nee, das ist ein ernsthaftes Gespräch. Und lass mich dir sagen, was nach dem Tod geschieht, was nach dem Tod passiert, hat immer mit dem Glauben zu tun. Man muss daran glauben, was nach dem Tod passiert. Jeder hat einen Glaube. Ja? Wir glauben an Himmel und Hölle, wir glauben an Jesus, der auferstanden ist. Die Hindus, die meisten glauben an Reinkarnation. Manchmal auf der Straße, wenn ich beim Seelengewinnen bin, wenn ich Seelengewinnen gehe, es gibt Leute, die sagen, ich glaube nichts. Ich bin nicht gläubig. Okay, was denkst du, was passiert nach dem Tod? Ich glaube, dass nichts passiert. Hey, du glaubst etwas. Ja? Du weißt das nicht. Was wäre etwas gibt, dann liegst du falsch. Ja? Was nach dem Tod passiert, geschieht,
hat immer mit Glaube zu tun. Die Atheisten glauben auch, die Ungläubiger glauben etwas. Also wir haben unser Glaube und der Heilige Geist, der in uns lebt, gibt uns das Beweis, gibt uns das Beweis, dass was wir glauben, wahr ist. Ja? Zweiter Punkt, warum sterben wir? Warum sterben wir? Natürlich, es gibt Unfälle, es gibt Krankheiten. Ja, die Leute wachsen, sie werden alt, nicht mehr das Körper kann nicht mehr das Leben halten. Deswegen sterben wir, das weiß jeder. Aber warum? Schlag auf Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Hier zu Römer Kapitel 5. Und ich werde von 1. Mose Kapitel 2 Vers 17 lesen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Okay? Wir leben in einer Realität. Gott hat diese Realität gebaut. Er hat uns geschöpft. Er hat diese ganze Schöpfung, Himmel und Erde geschaffen. So, das ist das richtige Wort. Und wenn wir in dieser Welt Gottes Gebote brechen, wenn wir sündigen, dann verdienen wir den Tod, dann sterben wir. Diese Regel hat Gott gebaut in dieser Welt. Römer Kapitel 5, ich lese Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Weil wir alle Sünder sind, weil wir gegen Gott gesündigt haben, weil wir ungehorsam sind, sterben wir, haben den Tod verdient. Okay? Und ich würde dir sagen, wir leben in einer zerbrochenen Welt, einer kaputten Welt. Okay? Adam hat gesündigt, die Erde wurde verflucht. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Und wir alle verbüßen ein Todesurteil. Wir alle verbüßen ein Todesurteil. Wir alle warten darauf. Also allgemein, körperlich gesehen. Der Tod ist der Bestimmungsort. Und lass mich dir sagen jetzt, es gibt einen Unterschied zwischen dem physischen und dem geistlichen Tod. Okay? Lass mich dir das ein bisschen erzählen. Wie kommt ein Mensch in dieser Welt? Sehr einfach. Biologische Reproduktion. Wenn ein Mann mit einer Frau, sie lieben einander, sie haben eine Beziehung, kommt ein Kind in diese Welt. Und das Kind hat einen Geist in sich. Nicht nur ist ein Fleisch geboren, aber auch ein Geist ist in dieses Kind geboren. Es gibt einen Geist in dieses Kind. Und irgendwann, wenn das Kind heranwächst, entwickelt sich das Bewusstsein so weit, dass das Kind Gut und Böse versteht. Irgendwann kommt ein Punkt, wenn das Kind versteht, das Gesetz Gottes versteht. Das wird deutlich, wenn das Kind seine erste vorsätzliche Sünde begeht und Schuldgefühle hat. Kinder machen Fehler immer. Sie sind kleine Monster. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wenn sie merken, ich habe etwas, einen Fehler gemacht, das ist falsch, was ich gemacht habe, ich habe Schuldgefühle. Und weißt du, was passiert in diesem Moment? Dieser Geist stirbt. Okay? Wann tritt diese Erkenntnis bei einem Menschen ein? Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, verschieden. Aber ein gutes Maß wäre, wenn sich das Kind seiner Nacktheit bewusst wird. Viele Kinder, ist egal, wenn sie nackt sind, ist alles gut. Aber irgendwann kommt ein Gefühl, oh, ich bin nackt. Das ist eine gute Zeit, ihnen das Evangelium zu erzählen. Also das ist der Zeit, man kann nicht genau sagen, wann, der innere Geist stirbt. Okay, und lass mich sagen, der innere Geist stirbt lange vor dem physischen Tod. Okay, wenn du heute erwachsen bist und du hast nicht an Jesus geglaubt, du hast einen toten Geist in dir. Also, wenn man das moralische Gesetz versteht, stirbt man geistlich. Okay? Ihr seid in Römer 5, geht zu Römer 7. Römer 7, nur eine Seite. Paulus sagt dir,
Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Er sagt, wenn ich das Gesetz verstanden habe, bin ich gestorben. Und ich lese von Epheser Kapitel 2, Vers 1, so nicht aufschlagen. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Im Allgemeinen sind Erwachsene geistlich tot. Wir haben das schon gesagt. Also, vielleicht fragst du hier, wie kann man gleichzeitig tot und lebendig sein? Also, der Mensch lebt. Es gibt Leben in ihm. Er kann sprechen, er kann laufen, er hat eine Persönlichkeit. Aber wie kann ein toter Geist in ihm leben? Nur weil etwas tot ist, heißt das nicht, dass es aufhört zu existieren. Glaube ohne Werke ist tot. Das bedeutet nicht, dass Glaube ohne Werke nicht existiert. Ja? Wenn der Körper stirbt, wandert dieser tote Geist wohin? In die Hölle. Ja? Weißt du, das Leben gibt man die Chance, gibt die Zeit, dieses Leben, dieser Geist wieder zu beleben, bevor man für immer in die Hölle geht. Okay? Jetzt ist kein Qual für deinen Geist der Tod. Du hast Zeit, Buße zu tun, in Jesus zu glauben, aber irgendwann kommt ein Punkt, es ist zu spät. Dein Geist kommt für Ewigkeit in die Hölle. Und dieser tote Geist aufhört, in deinem Körper zu existieren, wenn du stirbst, aber es existiert weiter noch in die Hölle. Und man kann nicht sagen, dieser Geist lebt in die Hölle. Nein, das ist tot. Er existiert, aber das ist schlimm, das ist sehr schlimm. Es gibt einen Weg, wie dieser tote Geist vollständig von dir entfernt werden kann. Und du sagst, ich will nicht dieser Geist in mir haben, dieser tote Geist. Es gibt einen Weg, das zu entwerfen. Dieses Leben ist deine einzige Chance. Heute könnte deine einzige Chance sein. Okay? Also, Punkt Nummer 3. Wie kann ich meinen Geist wiederleben? Und ich will nicht jetzt der himmlische Weg von Himmel erzählen. Das wissen wir schon. Ja? Aber trotzdem lese ich ein paar Verse. Gehe zu Römer 8. Römer 8. Und ich werde von Johannes 3 lesen. Johannes 3, Vers 3, Jesus spricht zu Nikodemus. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also wie kommt man in den Himmel? Wie kann ich die Hölle vermeiden? Wie kann ich die Hölle entkommen? Jesus sagt, du musst wiedergeboren werden, vom Neuen geboren werden. Und das ist möglich. Ja? Römer Kapitel 8, ich lese Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Du kannst deinen Geist wieder beleben, wenn du an Jesus glaubst. Jesus hat tot geschmeckt, wurde begraben und wieder auferstanden. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wirst du neu geboren, wirst du wiedergeboren. Frage, vielleicht fragst du, was geschieht dann mit dem toten Geist? Dieser alte Geist, ist er immer noch da? Ich lese von 2. Korinther 5, 17, muss nicht aufschlagen. Die Bibel sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Dein alter Geist ist entfernt, existiert nicht mehr, weil du hast jetzt ein neuer Geist in dir. Einfach, wie sagt man, disappeared auf Deutsch, verschwunden, verschwunden. Weil das ist, was die Bibel sagt, das Alte ist weg. Aber weißt du was, die alte Natur, die menschliche Natur ist deine menschliche Körper, das ist nicht mit deinem Geist zu tun, das ist tot, das ist weg. Du hast einen neuen Geist in dir. Aber die alte Natur, den du hast, ist eine menschliche Natur, der gegen Gott ist, der sündigt immer. Und ich lese von Johannes 11, 26. Und jeder, der lebt und an mich glaubt,
sagt Jesus, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubt ihr das? Ja. Ja? Okay. Also, wir haben das schon gesehen, was Tod ist, warum wir sterben, wie kann man wiedergeboren werden. Warum haben Menschen Angst vor dem Tod? Menschen im Allgemeinen haben Angst vor Tod. Ja? Auch wir als Christen können das haben. Und ich habe ein paar Punkte gesammelt von verschiedenen Quellen im Internet. Laut Statistiken, das erste eigentlich ist, sie haben Angst vor irgendeine Konsequenzen nach dem Leben. Allgemein, die Ungläubigen. Also jeder weiß, das ist ein natürlicher Instinkt, zu sagen, dass, okay, ich habe einige Fehler gemacht. Ich habe so und so gemacht, ich habe Leute verletzt. Und viele Ungläubigen, wenn sie machen so viele Sünden und sie bezahlen nichts dafür in dieses Leben. Aber deswegen haben sie diese Angst, oh, was wäre, wenn etwas passiert? Was wäre, wenn ich nach dem Leben irgendeiner Art Gericht begegne? Ich habe so und so getan, ich habe nicht genug bezahlt. Was passiert? Die Lösung ist sehr einfach. Jesus hat alles bezahlt. Er ist für uns gestorben. Er hat das alles bezahlt. Psalm 103, 12. Die Bibel sagt, muss nicht aufschlagen. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Was für ein großartiger Gott. Ja, das ist nicht großartig. Die Angst vor dem Gericht. Und lass mich dir sagen, wenn du sagst, ja, das klingt super, ich will nicht in irgendeine Qual kommen, ich möchte nicht in irgendein Gericht begegnen, ich will das nicht, deswegen glaube ich an Jesus, deswegen werde ich das Evangelium akzeptieren. Weißt du was, das ist Grund, das ist ein Grund, gut genug an Jesus zu glauben. Wenn du sagst, ich will nicht in die Hölle kommen, das ist gut genug. Aber weißt du was, es gibt Leute, es gibt Christen, die mit dieser Einstellung Probleme haben. Echt? Du hast an Jesus geglaubt, weil du nicht in die Hölle kommen willst? Echt? Und sie haben diese Mentalität, ich bin heiliger als du, holier than thou. Weißt du was, viele Christen, nachdem sie gerettet werden, sie haben Angst vor der Hölle, ich glaube an Jesus, okay. Aber später, wenn sie die Bibel lesen, sie verstehen so viele Dinge über Gott, über Jesus, über Jüngerschaft. Na? Du musst nicht das alles von vorne anfangen zu wissen. Es gibt Leute heute, Christen, sagen, oh, bevor du zum Glauben kommst, musst du so und so und so und so Dinge verstehen. Du musst Taufe verstehen, du musst Beziehung verstehen, du musst alles wissen. Das ist Quatsch. Weißt du was? Ewiges Leben ist kein Ziel. Ewiges Leben ist ein Fundament, ist eine Grundlage. Darauf bauen wir unser christliches Leben mit Gold, Silber, kostbare Steine. Weißt du? Das ewige Leben ist kein Ziel, ist eine Grundlage. Und warum, ein anderer Grund, warum Menschen Angst vor dem Tod haben, ist, Tod ist eine Reiseform, ein bekanntes Territorium nach ein unbekanntes Territorium. Ich weiß nicht, was passiert. Ich werde nicht meine Hand in ein Loch legen, wenn ich weiß nicht, was drin liegt. Und viele Leute haben Angst davor, ich weiß nicht, wohin gehe. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß, wie dieses Welt aussieht. Ja, es gibt Leute, es gibt Straßen, es gibt Bäume, es gibt diese Natur. Und nach dem Tod habe ich gar keine Ahnung. Aber weißt du was? Jesus hat diese Kluft überbrückt. Er ist auferstanden. Er hat in dieser Welt 40 Tage gelebt. Und was war seine Eigenschaften? Er konnte durch Wände laufen. Er konnte von einem Ort zu einem anderen teleportieren, sich teleportieren. Er hat normale Gespräche gehabt mit Menschen, er hat Fisch gekocht. Ja, wir haben eine Idee, wie es aussieht. Also die Bibel sagt, wir kriegen auch neue Körper, wir werden auch auferstehen. Und wir kommen zurück in dieser Welt, eines Tages. Ja, und wir wissen das. Und weißt du was, es ist nicht wirklich so ein unbekanntes Territorium. Guck mal, du weißt schon, wie diese Welt aussieht. Und irgendwann, wenn du stirbst oder wenn du entrückt geworden bist,
Wir kommen wieder zurück in einen neuen Körper. Wir wissen schon, wie diese Welt aussieht. Ja? Wir lesen, okay, geht zu 1. Johannes. 1. Johannes sind gute Schriftstelle hier. Erste Johannes nach die zwei Briefe von Petrus. 1. Johannes, ich lese die ersten vier Verse von Kapitel 1. Kapitel 1, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Weißt du was? Die Apostel haben nicht nur Jesus getroffen gesehen, sie haben eine wieder auferstandene Jesus gesehen. Ihn berührt. Das sagt Johannes. Was wir schon gesehen haben, sage ich euch. Wir kehren auf dieses bekannte Territorium zurück. Wir kommen hier zurück. Ein anderer Grund, warum Menschen Angst vor dem Tod haben. Es ist das Ende aller Beziehungen. Wenn du stirbst, bist du nicht mehr ein Papa, bist du nicht mehr ein Sohn, bist du nicht mehr ein Mann von deiner Frau, es ist fertig. Ja? Und diese Dinge schätzen Leute. Wir wollen in Beziehungen bleiben, wir wollen unsere Eltern treffen, wir wollen Zeit verbringen mit unseren Verwandten. Aber wenn du stirbst, ist alles fertig. Das ist das Ende. Und Leute wollen nicht all dies verlieren. Manchmal, es gibt auch in einer Gemeinde Menschen, die nicht gerettet sind. Ja, du denkst vielleicht, jemand gerettet ist, aber er ist nicht gerettet. Vielleicht siehst du diese Person nicht wieder. Aber weißt du was? Lass mich dir sagen, deine Beziehung zu Gott geht weiter. Wir sind Gottes Kinder durch Jesus Christus. Und diese Beziehung endet nicht. Alle Beziehungen auf dieser Welt, sie enden. Okay. Aber die Beziehung, die wir mit Gott haben, das endet überhaupt nicht. Vielleicht wissen wir das schon, Johannes 10, 28, 29, muss nicht aufschlagen. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wir sind mit Gott ewig verbunden. Und schlage auf 1. Thessalonicher Kapitel 4. 1. Thessalonicher Kapitel 4. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Und nicht nur Jesus, lass mich dir auch das zeigen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, ich lese von Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir werden unsere Geschwister wiedersehen. Diese Beziehungen gehen weiter. Und was ich glaube, das ist, was ich glaube. Wenn deine Mutti gerettet ist, im Himmel ist sie nicht mehr deine Mutti. Ist sie deine Schwester. Wir sind alle Kinder Gottes. Ne? Deine Frau ist nicht mehr deine Frau. Wir sind deine Schwester im Himmel. Also wir sind alle Geschwister im Himmel. Das glaube ich.
Macht Sinn, denke ich auch. Wir werden unsere Brüder in Christus wiedersehen. Wir sind alle Gottes Kinder und die Gemeinschaft geht nach diesem Leben weiter. Ein anderer Grund, warum Menschen Angst vor dem Tod haben, ist, dass Tod bedeutet das Ende aller unserer Pläne. Viele Leute haben Pläne. Wir wollen das erreichen, das kaufen, dies und das. Und wenn der Tod kommt, oh, ich bin nicht vorbereitet. Manchmal, weißt du, der Tod, er kommt, er sagt nicht, okay, ich komme nach 10 Jahren. Du kannst morgen sterben. Du kannst nächsten Monat sterben. Und viele Leute sind nicht vorbereitet. Sie sagen, nee, ich wollte das und das machen, nicht jetzt. Sie haben Angst davor. Und was ist die Lösung? Wir sollten für die Ewigkeit planen. Unsere Schätze sind im Himmel. Jesus hat gesagt, du musst dich aufschlagen, Matthäus 6, 19 bis 21, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und das letzte Punkt. Was bedeutet der Tod für die Gläubigen? Wenn du gläubig bist, was bedeutet der Tod? Wir haben schon gesehen, okay, unser Körper stirbt, aber die Seele stirbt nicht. Ja, wir werden weiter leben. Und manchmal denke ich, das ist die Wahrheit, was die Bibel sagt. Wir verstehen das als Gläubige. Und es gibt diese bozo Christen heute, die nicht gerettet sind. Sie glauben, dass man das Heil wieder verlieren kann. Du kannst immer ein geretteter Mensch, wie zum Beispiel dieser Lothar Gassmann sagt, ein geretteter Mensch kann von der Gnade abfallen. Du kannst selbst von der Hand des Vaters ausreißen und all dieser Quatsch. Weißt du, sie verstehen nicht diese Lehre. Sie verstehen nicht, was es bedeutet, einen neuen Geist in dir zu haben, der nie stirbt. Also was glauben sie? Glauben, okay, sie sagen wiedergeboren, du bist wiedergeboren, okay. Du hast einen neuen Geist, altes vergangen. Aber sie sagen, dieser neue Geist, der von Gott geboren ist, kann wieder sterben. Wie ist das möglich? Irrlehre. Was bedeutet der Tod für die Gläubigen? Ich habe ein paar Beispiele. Was für einen Anblick, was für eine Perspektive wir haben sollen. Es ist die Heimkehr zu Freunden und Familie. Wir kommen endlich nach Hause. Hey, Bruder, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Wie war die Reise? Ja, so ein großes Abenteuer, oder? Weißt du, in dieser Welt, Eltern freuen sich, wenn sie älter wird, wenn die Kinder heranwächst. Eltern freuen sich, wenn die Kinder nach Hause kommen. Wir zusammenkommen, wir lieben einander. Oder sie haben ihre eigene Familie, sie haben Enkelkinder. Die Eltern sehen das und sie freuen sich. Und wenn wir in den Himmel kommen, freut sich Gott. Und wir sollen auch unsere Enkelkinder mitbringen. Wer sind unsere Enkelkinder? Seine Enkelkinder. Die Seelen, die wir retten. Unsere Kinder, geistliche Kinder. Psalm 116, 15 sagt, muss nicht aufschlagen, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen. Wenn wir sterben auf dieser Erde und wenn wir in den Himmel kommen, dann schätzt Gott das. Das ist ein kostbares Ereignis vor Gott. Genauso, wenn wir für Thanksgiving oder Weihnachten zu unseren Eltern gehen, das ist eine sehr kostbare Zeit für ihn. Ja? Was bedeutet den Tod für die Gläubigen? Du bist endlich frei von dem Gefängnis dieses Körpers. Ja, du bist endlich frei von diesem Körper. Kein Problem mit Sünde mehr. Kein Problem mit Versuchung mehr. Fertig. Schlage auf Römer 8. Römer 8, ich lese eine Stelle hier. Einfach. Römer 8, ich lese von Vers 18.
Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehen die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir sind jetzt in Knechtschaft, weil wir immer noch unser Fleisch haben. Ja? Natürlich nicht unser Geist. Wenn ein Gläubiger stirbt, verwendet die Bibel den Begriff Schlaf. Ja, wir schlafen. Wir sterben nicht, wir schlafen. Also, stell dir vor, was bedeutet der Tod für die Gläubigen? Wir schlafen ein und wachen in einem brandneuen Haus auf. Das viel schöner ist. Weißt du, mit anderen Worten, es ist ein Umzug, es ist ein ganz neues Zuhause. Weißt du, wenn du umziehst, wenn du zum Beispiel in Deutschland umziehst, dann musst du, ist es teuer. Du musst vorbereiten, du musst alles, deine alte Wohnung sauber machen, ja, alle Löcher abschließen, ja, und dann ein neues Haus kommen, alle, so viele Dinge neu kaufen und alles. Ja, wenn du nach Pforzheim kommst, es ist, ja, es ist nicht so leicht, es ist nicht so einfach, ja, wenn du hier umziehen willst. Aber wenn du in den Himmel kommst, ist alles schon vorbereitet. Was bedeutet der Tod, wenn du gläubig bist? Der Tod ist eine Beförderung bei der Arbeit. Wir kriegen das, wir haben Beförderung bei der Arbeit, Promotion at Work. Der Tod ist eine Beförderung für uns. Und lass mich dir sagen, der Tod bringt Klarheit ins Leben. Er bringt Klarheit ins Leben. Wenn du die Lehre des Todes nicht richtig verstehst, du hast keine Klarheit. Du weißt nicht, wofür du lebst. Der Tod gibt dem Leben einen Rahmen und lässt uns nicht in Verwirrung zurück. Weißt du, ja, natürlich, der Tod kann auch plötzlich eintreten, habe ich schon gesagt. Du kannst früher sterben, als du denkst. Und ich möchte so viel wie möglich für den Herrn arbeiten. Heute. Weil ich weiß nicht, ob ich morgen lebe. Jesus hat gesagt in Johannes 9, Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es kommt eine Zeit, wo du nicht mehr Seelengewinnen gehen kannst. Dieses Leben ist die einzige Chance, sich Belohnungen im Himmel zu verdienen. Und weißt du was, es gibt so viele Christen, die keine Ahnung haben von dieser Lehre. Sie verstehen nicht, was es bedeutet, was Tod bedeutet. Es gibt so viele Christen, sie verstehen nicht diese Lehre von diesem Belohnungssystem. Wenn ich darüber rede, ich möchte in den Himmel belohnt werden, sagen sie, oh, ich werde mit Jesus sein, das ist meine Belohnung. Und diese Leute, sie machen nichts. Sie dienen dem Herrn nicht. Sie gehen nicht Seelen gewinnen. Also falsche Lehren über den Tod lassen Christen in Verwirrung. Sie stecken zwischen verschiedenen Meinungen, auch die Ungläubigen auch. Ja? So viele Christen sind faul geworden und sie dienen dem Herrn nicht, weil sie die Lehre vom Tod nicht gelehrt bekommen in ihre Gemeinden. Wie erbärmlich. Es gibt diese Hauskreischristen, EFG-Christen, diese freikirchlichen Christen heutzutage, Pfingstler. Sie wollen so viele Dinge tun. Sie wollen Gemeinschaft haben, sie wollen Kaffee trinken, sie wollen Musik machen, sie wollen Fahrrad fahren, essen gehen, Fußball schauen, Bier trinken. Ja, und wenn du sagst, lass uns den Herrn dienen, lass uns Seelengewinnen gehen. Mir wurde einmal gesagt, du willst, dass die Menschen Gott dienen, so wie du es tust. Mir wurde das gesagt, in der Gemeinde, wo ich war. Und ich musste diese Möglichkeit nutzen. Ich war in dieser Brudergemeinde, in EFG. Kennt Bruder Ashley, er lacht.
In dieser Brudergemeinde gibt es die erste Stunde, ja? Man konnte vorne gehen und ein Zeugnis geben, etwas erzählen. Du kannst einen Beitrag sagen von der Bibel, was dich berührt hat, was auch immer. Und ich habe diese Chance benutzt. Und in dieser Zeit habe ich viel Seelengewinn gemacht. Und ich habe vorne gegangen und erzählt, hey, ich war auf dieser Straße, ich habe mit diesem Mensch gesprochen, wurde gerettet. Ja, er hat diese solche Fragen gestellt und Gott hat mir diese Mut gegeben, das zu beantworten. Und ich habe die Leute ermutigt, hey, das können wir machen, lass uns Seelengewinn gehen, ermahnen. Und ich habe auch Verse gesagt, wie zum Beispiel, Jesus sagt, jeder, der nicht mit mir sammelt, zerstreut. Oder die Ernte ist groß, aber es sind wenige, die arbeiten. Ja? Und irgendwann habe ich ein Mail bekommen, okay, von der Gemeindeleiter, von den Ältesten. Ich lese diese Mail, okay. Im letzten Ältestenkreis sprachen wir nochmal über deine theologische Sichtweise, über die wir uns ja strittig auseinandergesetzt haben. Dabei ist uns nochmal bewusst geworden, dass du die letzten Male in den Gottesdiensten, wo es freie Beitragszeiten gab, jedes Mal einen Wortbeitrag gegeben hast, der in etwa in die gleiche Richtung ging. Die Geschwister zur ermahnen, Seelengewinner nach deinem Verständnis zu werden. Oder dass Früchte im Reich Gottes ausschließlich bekehrte Menschen sind. Und so weiter. In vielen Aspekten sind deine Gedanken nicht verkehrt, aber hatten immer einen stark mahnenden und belehrenden Charakter und waren in den Details einseitig. Und schließlich, sie haben mir ein Redeverbot gegeben in dieser Gemeinde. Wenn ich sage, lass uns den Herrn dienen, lass uns draußen gehen, lass uns die Bibel aufschlagen und zeigen den Menschen, wie man in den Himmel kommt, und so reagieren Christen heutzutage. Was für eine Schande. Also sie machen nichts. Diese Gemeinde, EFG-Gemeinden, Beispiel EFG, Jakobstraße-Gemeinden, so viele andere Gemeinden, die meisten Gemeinden sind alle bescheuert. Sie dienen dem Herrn nicht. Weißt du, eine Gemeinde, die keine Seelengewinnen hat, mindestens einmal im Monat sagt, hey, wir nehmen diese Zeit, wir gehen Tür zu Tür auf der Straße, wir erzählen das Evangelium, jeder ist willkommen, jeder soll das tun. Weißt du, der Pastor, der beibringt, Pastor soll beibringen, hey, wie man das Gespräch anfängt, wie kann man dieses ganze Gespräch führen, enden. Sie können das nicht. Und weißt du was, wenn die Gemeinde das nicht tut, bist du keine biblische Gemeinde. Du bist nur ein sozialer Club mit einer christlichen Etikett. Ja, du bist eine Gemeinde, die teilweise an die Bibel glaubt. Sie wollen einfach glauben, was sie wollen. Die andere einfach rausnehmen. Hassrede. Dumme Gemeinden. Weil sowas, die Art und Weise, wie wir Gott dienen, funktioniert. Und sie ist effektiv. Die Art, wie du es machst, wie sie machen, ist Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. So, wie kannst du mit deinem Nachbar in Gespräch kommen? Oh, 10 Jahre versuche ich, meinem Nachbar zu sagen, dass Gott ihn liebt. Es funktioniert nicht. Weil so viele Christen wissen nicht einmal, dass wir zurückkommen werden. Sie wissen überhaupt nicht. Ja, kommen wir zurück, wirklich, in dieser Welt zurück? Um mit Jesus in dieser Welt zu herrschen, sie wissen nicht. Viele denken, die 1000-jährige Herrschaft sei der neue Himmel und die neue Erde. Das kommt eigentlich nach der 1000-jährige Herrschaft. Sie wissen, es ist gar nicht mit dieser Erde zu tun, was auch immer, es ist eine neue Welt. Ich werde, das ist ganz anders, ist egal, wie ich jetzt lebe. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte den Herrn nicht, ich warte, für die Entrückung, dass sie jeden Moment stattfinden kann. Die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das ist unsere Aufgabe, das wird unsere Aufgabe sein. Lass mir das sagen,
Du solltest ihn dem Herrn so unterordnen. Nee, sorry. Ich habe etwas falsch gesagt. Ich habe so eine Aussage von Christen gehört. Die verstehen diesen Tod verstehen nicht. Ich habe in Predigten gehört, auch in persönlichen Gesprächen, auch von diesen Hauskreischristen. Sie sagen, du solltest dich dem Herrn so unterordnen, dass du bereit sein sollst, in die Hölle zu gehen, selbst wenn er dich in die Hölle schickt. Was für eine komische... Ja, Jesus, ich liebe dich so sehr, ich bin auch bereit, in die Hölle für alle Ewigkeit zu gehen. Was für ein Quatsch! Sie verstehen nicht, was Errettung bedeutet. Sie verstehen nicht, was Hölle bedeutet. Sie verstehen nicht, was wiedergeboren zu werden bedeutet. Also du musst dich hier aufschlagen in Hiob 18. Du kannst es zu Hause lesen, dieser Kapitel. In Vers 14 sagt, er beschreibt den Tod als den König der Schrecken. Aber weißt du was? Wenn du gläubig bist, wenn wir Gläubiger sind, sterben wir mit Zuversicht. Wir wissen, was geschehen wird danach. Wir haben unsere Glaube richtig. We die with confidence. Ja, wir sind nicht wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Paulus sagt, schlag auf 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15. Und ich lese Philipper 1, 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Sterben ist ein Gewinn, sagt Paulus. Und ich lese auch Philipper 1, 23, mich verlangte danach auf zu brechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. 1. Korinther, ihr seid in 1. Korinther 15, ich lese von Vers 53. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Also Hölle. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können Zuversicht haben. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Hey, ich komme nach Hause. Ich komme in Beförderung, ich komme zu meinem himmlischen Vater. Das muss unsere Einstellung sein, weißt du? Und ich werde damit enden. Ich bete jetzt und einfach beten, ja? Danke, Jesus, dass ich heute Morgen dein Wort verkünden konnte. Danke für den Sinn des Lebens, den du uns gegeben hast. Danke, dass du uns Klarheit über das Leben, über den Tod, über Himmel und Hölle gibst. Ich bete für alle Christen, denen diese Klarheit nicht vermittelt wird. Ich bete, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, die richtige Predigt zu hören, mit dir ins Reine zu kommen und dir auf die richtige Weise zu dienen, bevor die Nacht hereinbricht. Und ich bete, Herr, dass du uns motivierst, dass wir in deinem Wort und der Gemeinschaft miteinander wachsen. Danke, dass du uns diese Kirche und dieses Gebäude gegeben hast, in dem wir zusammenkommen können, um dich anzubeten. Beschütze uns und leite uns, wenn wir dir weiter dienen, indem wir Seelen gewinnen gehen. Lass unseren Austritt aus dieser Welt ein gesegnetes und siegreiches Ereignis sein. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir alle Seelen mit uns bringen und dich persönlich mit leuchtenden Augen begrüßen können. In Jesu Namen. Amen.